Jetzt könnte ich erstmal sagen, ich habe das Ganze ja heruntergeladen und ja, ich habe es ja auf meinem Computer. So. Und jetzt gehe ich davon aus, ich würde meinen Computer ordnungsgemäß herunterfahren und jetzt könnte ich erst morgen weitermachen. Und wie finde ich denn jetzt dann am morgigen Tag meine heruntergeladene Datei in dem Ordner Downloads? Dazu würde ich einmal empfehlen, dass Sie einmal hier eine Taste suchen, die so aussieht wie diese Taste auf Ihrer Tastatur. Und die würden Sie einmal drücken und gedrückt halten und drücken dann gleichzeitig einmal die Taste E für Explorer. Dann würden Sie einmal dann den Explorer angezeigt bekommen. Also es öffnet sich das Fenster von das Ordnerfenster, wo man alle Ordner sieht. Das ist also eine Möglichkeit hier zu diesem Windows Explorer zu kommen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Sie mit dem Mauszeiger in die linke untere Ecke wandern, hier, sodass dieses Windows-Fenster-Symbol erscheint. Dann bleiben Sie mit dem Mauszeiger da drauf, klicken einmal die rechte Maustaste und würden auswählen Explorer. Das ist also der Windows Explorer von dem Windows-Betriebssystem der Explorer. Und jetzt sieht man hier, es hat sich ein zweites Fenster gebildet, was aber den gleichen, an die gleiche Stelle geöffnet hat, sozusagen. So. Das wollte ich Ihnen nur zeigen. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie eben nochmal wiederholt. Einmal diese Taste, die sich eben, die so aussieht, diese Windows-Fenster-Taste zu drücken und gedrückt zu halten und gleichzeitig dann die Taste D. Dann öffnet sich einmal dieses Fenster oder eben diese andere Möglichkeit, hier unten drauf zu zeigen, mit dem Mauszeiger die rechte Maustaste zu drücken und dann Explorer auszuwählen, die linke Maustaste zu wählen. Auch dann würde sich eben ein Fenster öffnen. Sie sehen, jedes Mal passiert das. Ich brauche aber ja eigentlich nur ein Fenster. So, jetzt habe ich einmal hier dieser PC und jetzt habe ich hier einmal den Speicherpfad, wo ich mich befinde. Im Moment befinde ich mich auf dem Übersichtsfenster dieser PC und da gibt es verschiedene Hauptordner, unter anderem auch den Ordner Download, wovon ich gesprochen habe. Jetzt wandere ich auf das Symbol dieses Ordners, nicht auf den Schriftzug, sondern auf das Symbol und mache einen Doppelklick. Damit würde ich jetzt den Ordner Downloads öffnen. Ich befinde mich jetzt also auf dieser PC und sehe den Inhalt des Ordners Downloads. Und hier sehe ich genau diese Dateien, die ich gerade einmal heruntergeladen habe. Ich kann dann also die Ansicht jetzt von diesem Fenster hier, könnte ich jetzt noch einmal verändern, indem ich hier oben einmal drauf zeige, würde das Ganze hier einmal in verschiedene Arten dargestellt bekommen hier. Ich würde einmal sagen, ich nehme mal diese Darstellungsart. So, und jetzt, diese Dateien befinden sich ja hier in dem Downloads-Ordner. Wenn ich jetzt irgendwann einmal sage, mein Download-Ordner, der ist so unübersichtlich geworden und ich würde den löschen, dann wären ja auch hier meine Dateien einmal weg. Deswegen möchte ich einmal sagen, ich möchte einen Ordner erstellen, einen Sammelordner einmal erstellen, irgendwo, wo ich diese wichtigen Dateien eben für das kleine Kassenbuch einmal zusammenstelle, sammel. Und zwar deshalb würde ich einmal sagen, ich öffne in diesem Fall ein neues Fenster, würde noch einmal hier wieder hier unten runter zeigen mit dem Mauszeiger, rechte Maustaste drücken und auf Explorer gehen. Dann hätte ich ein weiteres Fenster. So, und jetzt suche ich mir einmal einen Hauptordner aus. Ich befinde mich auf dieser PC und diesmal sage ich, ich gehe einmal unter Dokumente. Deswegen klicke ich hier einmal auf das Symbol von Dokumente, der Hauptordner Dokumente. Und jetzt sehe ich hier alle die Ordner, die sich hier befinden. Hier befinden sich also sehr viele Sachen schon. Und was ich möchte hier an dieser Stelle einmal einen neuen Ordner hinzufügen. So, wenn ich jetzt ganz einmal nach vorne gehe, dann sehe ich hier, ich habe hier einmal Ordnernamen mit vielen Unterstrichen davor. Und damit jetzt mein Ordner hier an der richtigen Stelle ist, würde ich einmal sagen, ich habe hier einmal stehen, kleines Kassenbuch Version V03. Das ist also die Vorversion von dem kleinen Kassenbuch. Und ich würde einmal sagen, ich mache jetzt einen neuen Ordner. Und der soll eben dann so heißen wie dieses hier kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V04. Ich würde sagen, es reicht, wenn ich einmal hier statt V03 V04 dann verwende für den Ordnernamen. Ich würde jetzt sagen, ich ändere einmal hier die Ansicht, gehe auf
Liste, damit sehe ich das hier in der Listenform. Und wenn ich dann den Anfasser hier unten nehme und das Ganze verschiebe, dann sehe ich hier, dass in dem letzten Feld hier, im letzten Anzeigefenster hier, ein leerer Bereich ist. Da zeige ich einmal mit dem Mauszeiger rein, klicke die rechte Maustaste und wähle einmal aus Neu. Wandere in der gleichen Höhe rüber zu dem Untermenü und wähle dann einmal aus, ich möchte einen neuen Ordner erstellen und wandere dann auf das Symbol von diesem Ordner und klicke einmal die linke Maustaste. Jetzt habe ich hier einen neuen Ordner und damit dieser Ordner ganz oben innerhalb dieses Hauptordners Dokumente erscheint, schreibe ich einmal fünf oder zwei Unterstriche und zwar drücke ich einmal die Hochstelltaste für Großbuchstaben und gleichzeitig die Taste Minus und damit habe ich Unterstriche hier statt dem Minuszeichen. So, und wenn ich jetzt einmal hier dann schreibe, kleines Kassenbuch, kleines Kassenbuch, so, und dann hatte ich da ein anderes stehen, V, also Version 04 war das ja, ich meine das hier sogar 4C, dann würde ich sagen, dann bezeichne ich das jetzt mal den Ordner hier mit diesem Namen hier, also Unterstrich, Unterstrich, kleines Kassenbuch, Version V04C. Und wenn ich dann einmal die Eingabetaste drücke, dann ist dieser Name einmal hier hinterlegt. Jetzt habe ich hier einmal diese Reihung hier, einmal das kleine Kassenbuch in der Version V03 und einmal Version V04. So, und wenn ich hier einmal drauf zeige auf diesen Ordner, auf das Symbol des Ordners, dann sehe ich hier, es ist ein leerer Ordner, der gerade heute erstellt worden ist. Und wenn ich hier einmal dann einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich dieser Ordner und ich sehe, dieser Ordner ist leer. Und ich möchte gerne, dass ich den Download, den ich ja gerade von dem E-Mail-Konto gemacht habe, einmal hier sammle. Alles, was eben hier zu dem kleinen Kassenbuch gehört, soll in Zukunft dann hier in diesem Ordner unterstrich unterstrich kleines Kassenbuch Version V04C einmal gesammelt werden. Ich habe jetzt also auf der rechten Seite habe ich ja einmal diese Datenquelle. Ich klicke hier auch noch einmal drauf und mache dieses Fenster etwas kleiner, indem ich mit dem Mauszeiger einmal an den Rand hier fahre, sodass aus dem Mauszeiger ein Doppelpfeil wird und dann klicke ich die linke Maustaste und kann das Ganze einmal so zusammenschieben. Und jetzt ordne ich einmal diese beiden Fenster nebeneinander an. So, jetzt habe ich auf der rechten Seite einmal meine Datenquelle. Das wäre also dieser PC und der Downloads-Ordner, wo ich eben die Downloads aus dem Internet einmal hier habe, wo sie sich ansammeln. Und hier habe ich einmal das kleine Kassenbuch. Das könnte ich einmal jetzt hier einmal markieren, indem ich mit dem Mauszeiger da drauf zeige und die linke Maustaste drücken und könnte das dann hier rüberschieben. Das ist eine Möglichkeit, dann wäre diese Datei hier raus. Eine andere Möglichkeit wäre, ich würde würde eine Datei, so wie jetzt hier diese PDF-Datei für die Kurzbeschreibung, einmal markieren und würde dann einmal die rechte Maustaste drücken. Und jetzt könnte ich entweder ausschneiden, dann wäre das aus diesem Ordner ausgeschnitten, also wäre nicht mehr in dem Ordner, oder ich könnte es da lassen und einfach kopieren. Auf Kopieren zeigen und die linke Maustaste drücken. Und wenn ich jetzt wandere zu meinem Zielfenster hier und dann einmal hier reinklicke, ist das das aktive Fenster, wo etwas geschieht, wo das geschieht, was ich eben jetzt mache. Immer welches Fenster aktiv ist, in dem Fenster kann etwas geschehen. Und wenn ich dann jetzt einmal hier rein zeige und die rechte Maustaste drücke, dann könnte ich zum Beispiel einmal Einfügen auswählen. So, und jetzt hätte ich sowohl diese Kurzbeschreibung in diesem neuen Sammelordner, kleines Kassenbuch V04C und gleichzeitig hier in dem Download-Ordner weiterhin. Natürlich hätte ich das hier bei diesem kleinen Kassenbuch natürlich genauso machen können und hätte einmal hier draufklicken können, rechte Maustaste, kopieren und dann hier auch einfügen wieder in der gleichen Art. So, dann hätte ich beides hier noch gehabt und da gehabt, wenn noch irgendwas schiefgegangen wäre, hätte ich das dann nochmal hier korrigieren können. So, und das Gute ist jetzt, wenn ich jetzt den Computer herunterfahren würde, dann hätte ich ja meine Daten immer gesichert hier in meinem neuen Sammelordner, kleines Kassenbuch, Version V04. Und
Wenn jetzt einer sagen würde, ich räume jetzt meinen Computer auf und lösche alle Downloads, dann wären trotzdem eben diese Dateien hier und ich könnte hier drauf zugreifen. So. Das wäre jetzt erstmal dieser erste Schritt. Wie mache ich das am zweckmäßigsten, dass ich eine E-Mail mit Anhang einmal die Anhänge herunterlade und auf meinem Computer einmal sicher, dass sie also nicht weiterhin im Download-Ordner nur sich befinden, sondern auch nochmal in einer anderen Art gesichert auf meinem Computer oder auf einem externen Laufwerk. So, ich würde mal sagen, das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.